Yo Leute, die Irren sind weiter los geht's. Und willkommen richtig zurück bei Riptide. Wir konnten es leider nicht anders pausieren. Attacke! Nein, Schreier! Oh, scheiße. Boah, ich wollte gerade Raserei aktivieren. Hier geht alle perfekt hier. Jetzt bringt die Raserei nichts mehr. Noch irgendwelche so, Zombies? Ich hab sie alle getötet, diese Mistschweine hier. Diese scheiß Schreier, die kosten so verdammt viel Zeit, weil dann irgendwie für 10 Sekunden betäubt ist. Schrecklich nervig. In Stücke schießen den Scheißhaufen. Ah, das ist ein schlimmer Schreck. Ich störe mich um diese arme Seele da oben. Alter, bist du so schnell umzingelt, das ist Wahnsinn. Oh, Mann, was brennt denn hier ständig und so? Was ist so? Ich erleide mehr Elemente Schaden durch meine Waffen als durch die eigentlichen Gegner an sich. Mhm. So ätzend. Das sackt, ey, das sackt wirklich. So. Die sterben für die. Aushalten, ne? Was die aushalten. Die schlucken und schlucken und schlucken wie ihre Mütter, echt schlimm. Ich geb grad mein Bestes. Ja, ich schieß immer daneben. Ja, ja, ja. Sam, ich stehe da nicht im Weg rum. Ich will auch. Oh Mann. Boah, nur noch 36 Schuss im MG. Boah, das ist dich. MG ist leer. Jetzt wird gesniped. Jawohl. Ah, das ist auch daneben. Schlange. Du kannst angreifen, wie du willst. Bleib unverhandlungsfähig. Ja. So. Boah, weggesnackt, Alter. Hast du das gesehen? Das war nicht. Nein, ich meine der Zombie direkt vor deiner Nase. Dem habe ich doch den Kopf weggeplästert. So. Hau drauf, jawohl. Der scheiß Rasen ist top. Schlimm. Die halten einfach eine Menge aus. Na, schwierig zu treffen. Ja, steht die Packung hier. Jawohl. Wir haben es auch bald geschafft. Guck mal auf Order der Stärke. Mit einer Welle müssen wir noch rechnen. Nun war es das. Der Stärke. Klingt auch gut. Siehst du, ich bin schon wieder mal bekifft. Hauptsache die Waffe von Sam B, dass er sich daran nicht die Flossen verbrennt. Ja, der schafft das schon, der ist doch schon verbrannt. Der schafft das. Oh. Oh, scheiße, es gibt überhaupt keinen, der einem Alkohol abnimmt oder so. Oder Wasserflaschen. Beim Alkohol kannst du ja wenigstens noch Molotow-Cocktails draus machen, aber alles andere. Attacke! Also die Raserei ist eine verflucht nützliche Angelegenheit in dieser Mission, weil die einfach so viel Einhalt stecken können. Erstmal von allen hier aufs Geld einsacken. Die brauchen es eh nicht mehr da, wo sie jetzt sind. Zack. Wo die alle herkommen, ey. Sind wirklich extrem stark gemacht.
Ich glaube, wir werden Sam Hardy vermissen. Ja. Aber die haben das diesmal wirklich richtig gut gemacht mit den Schusswaffen, also wenn du auf Kopf schießt. Dass auch wenn die Waffe schwach ist, dass sie immer noch irgendwie was bringt. Ja. Aber ich hätte lieber in Spielen so eine Mechanik so quasi erstmal so wie in Dying Light, das ist ziemlich geil. Mit dem Looten. Also dass wenn die außer Sicht sind oder so, dass du dann halt die, dass die einfach irgendwelche Pakete droppen, die du dann schnell einsammeln kannst. Dass du nicht grundsätzlich zweimal klicken musst, wenn du irgendwas einsammeln willst. Panzerfaust! So. Wo ist das Ding hinhergekommen, Alter? Panzerfaust? Ja, die liegt ja ab und zu mal. War's das? Wollen wir mal hoffen. Kampf auf dem Dach, Achievement. Wir haben es geschafft. Mann, let was it für eine go, Schlacht. Let it go, da, na, 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 na. Let it go. Schon wieder. Mal gucken, was die schon wieder von uns wollen. I'm beginning to realize how foolish I've been. I wasn't a good husband or father. Sylvia was wise to leave, Trevor hat verkrüppelnde Katana. Cool. Dürfte für dich sau gut sein, lila Waffe. Boah. Guck ich mir gleich mal an. Marvin, hör auf, lang rumzuheulen, verdammt nochmal. Keiner interessiert sich für deine Lebensgeschichte. Keine Sau. Keiner. Ich meine die Kakerlaken, die jeden Abend bei dir in den After einkriechen, um was zu essen zu finden. Oh. Kriegst du einen was Wakizaki. Eine Viertelstunde noch. Ich stehe direkt neben ihm und empfang's per Funkgerät. Ja, ist auch okay, klar. Erfolgstyp. Angeblich sind's noch 20... Boah! Angeblich sind's noch 20 Missionen. Suche den Hubschrauber. Danke übrigens, dass du nebenbei auch schon mal Missionen annimmst. Mach ich doch gar nicht. Müssen wir irgendwo rein? Ah, ein Glück gibt's keine Kanalisation. Ey, stimmt! Das haben sie komplett rausgenommen. Kriegst auch wieder ein automatisches Gewehr. Scheißdrecks. Kanalisation, diese Analysation, die vermisse ich nicht. Blöde Scheiße. Ich auch nicht. Ich bin ja froh, dass es sie nicht gibt. Schwere Waffen. Erstmal Munition aufstocken, würde ich sagen. Schrotflinte-Munition. Die Katana ist echt gut. 1700 Schaden bei mir, 700 Wucht und 64 Haltbarkeit. Ne, 84. Nagelpistolen-Munition kannst du ja auch vergessen. So, das ist voll. Dass der Colonel am Ende doch ein gutes Herz hat, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil ich die Story ein bisschen vergessen hatte. Also hätte ich mir jetzt nicht direkt vorstellen können. So, ich werde mir jetzt erstmal die neue Katana von mir aufbessern. Wer hat nochmal das Katana? Trevor. Jetzt muss ich mich entscheiden, was für eine Mod ich denn dran mache. Elektrosturm-Mod, die hat sich bei mir eigentlich schon ziemlich bewährt. Aber mir hat er keins. Aber der hat mir eins gegeben, also irgendwie. Wir müssen uns noch auf eine Quest einigen. Keine von denen, die da angezeigt wird. So. Okay, Familienbande, suche Silvias Haus und der Unfall. Ja, okay, der Unfall, die können wir erstmal weglassen, würde ich sagen. Mhm. Ich habe uns mal das provisorische Hospital auf der Karte markiert. Also soll ich einfach nur mitkommen, quasi? Ja, kannst du, wenn man das so ausdrücken darf. Ich werde jetzt aber sowieso nochmal zum Händler gehen. Diese ganzen automatischen Waffen, die ich hier gerade einsammeln kann, die irre, wieder loszuwerden, weil die eh scheiße sind. Ach, da ist die Werkbank. Ich renn dreimal dran vorbei. Warte mal, was haben wir denn jetzt schon wieder? Reparieren. Katana 2.8. Schwache Hammer. So, das repariere ich auf jeden Fall. Das lohnt sich doch schon gar nicht mehr. Upgraden. Schwache. Silvias Haus, wo ist das? Ist gar nicht mal markiert. Boah, auf die Waffe hat fast 3000 ganz abgegradet.
Ei, okay. Gut, dann gehen wir mal runter. Das ist verdammt viel. Lol. Sieht's eigentlich bei mir mit den Fähigkeiten aus? Ah, prima, ich bin schon Stufe 9 bei den scharfen Waffen und Stufe 10 braucht nicht mehr viel. Dann habe ich bis auf die stumpfen Waffen alles auf Stärke 10. Das ist enorm von Vorteil. Pistole, automatisches Gewehr, Scharfschützen, Schrotflinte und Panzerfaust. Ja, das ist doch schon mal gut. Und rüste deine Waffen gut aus, wenn nötig, denn wir werden jetzt, glaube ich, eine ganze Weile nicht zum Kino zurückkommen. Ist so gut ich konnte aufgerüstet. Also wir können los. Okay. Mir will los, noch 10 Minuten. Ist wie gesagt ziemlich beschissen, dass sie eingebaut haben, dass dieser Tank darunter fällt, sodass man nicht mehr direkt ins Kino kann. Das heißt, wir müssen jetzt immer hier außen rumklettern, um zu unseren Leuten da zu kommen. Bin ich scheiße, ich weiß nicht, welches kranke Hirn sich das ausgesucht hat. Mhm. Aber wir müssen es jetzt immer so hinnehmen. Da hier diese Ertränkten sind im Vergleich zu diesen rasenden Infizierten vom Dach ein Witz. Aber die sind verdammte Nervensägen. Das schon, aber sie sind stark. Einfach zu wissen. Nein. Die sind schwach. Ja, würde ertrunken. So. Dann führe ich uns mal dahin. Wir können eigentlich fast wieder alles auf einmal erledigen. Würde ich mal fast sagen. Also, ich weiß nicht, wie es mit diesem Silvias Haus ist. Ich glaube, da wird auch von Pontius zu Pilatus gestorben. Gucken wir einfach mal. So. Wie geht's lang? Dann rennen wir ja eigentlich quasi nur wieder durch die Stadt quer und erledigen irgendwelche Sachen. Ja, ich fände es doch gar nicht mal so schlecht, weil dann sehen die Leute mal wieder das Spiel. So, hier gibt es immer ganz gerne Schreier. Ja. Geh mir aus dem Weg, ich will die. Ja. Erledigt. Ich habe schon die meiste Vorarbeit geleistet. Das stimmt. Aber Teamwork ist trotzdem. Ich kann halt immer hier mit dem Scharfschützengewehr draufschießen. Vorteil. Direkt. Scheiß Vieh. Also 5 Schuss ist ja schon echt irgendwie geil. Ja. Und eben hintereinander. Also, der hat ein Magazin, was dann eine normale Waffe lädst, und kannst dann 5 Schuss drauf abgeben mit einer recht guten Feuerrate. Ja, ich weiß. So eine typische Dreiwaffenmäßige Sniper. Oder L96A1 oder sowas. So, hier ist es. Darin dürfte es noch Missionen geben. Vielleicht sogar gute Waffen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Vielleicht auch Pläne. Ja, ich wusste. So, haben wir wieder einen ganz neuen Bereich freigeschaltet. Hier mit allem drum und dran, Alkohol und sowas. Hier eine Werkbank und Missionsgebern. Eine kleine Welt. Arbeitgeber. Kennen wir die nicht irgendwie? Nee. Die sehen teilweise gleich aus, diese älteren Damen in Dead Island, ne? Glaubst du, die haben sich allen Ernstes da Missionen ernsthaft... hier hast du welche. Wer will denn Bleiche haben? Wollen die Selbstmordritual mit Bleiche trinken oder was? Alter, 2000. Wir sind im provisorischen Hospital und da ist es wichtig, dass man regelmäßig Sachen sterilisiert und wäscht. Bleiche dient zum Waschen und tötet Keime ab. Das wäre vielleicht was. Ich wusste gar nicht, was Bleiche ist. Davon habe ich aber voll viel irgendwie. Junge. So, Cecil, reden, wem rede ich? Auch wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, umgekehrt. Boah, diese fortlaufenden Quests, die bringen einem echt ohne Ende irgendwelchen Schrott. Ja, Diamanten kann ich nachher auch noch abgeben, die bringen richtig viel Geld. Ich glaube, davon habe ich auch noch 1, 2. Jean, medizinische Ausrüstung. Dann kannst du schon mal gleich ein bisschen Schrott von mir nehmen. Danke. Strafende Betäubungspistole, ja, die sind ziemlich gut, die Waffen, die er verkauft. Also er hat auch Gewehrmunition und sowas. Kleber, dann nehme ich einfach mal ein paar mit, die sind sehr günstig. Mhm. Auch wenn ich jetzt eigentlich schon 28 oder so hatte, aber scheiß drauf. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in den Keller und gucken nach, warum der Strom nicht funktioniert. Ja, Granaten ausrüsten, gute Idee. So, ich bin wieder aufgestiegen. Ich kann mich jetzt für ein weiteres Upgrade entscheiden.
Also ich habe Granaten. Was nehme ich denn? Cash-Strafe im Sterben? Ach, ich warte noch ein bisschen. Granaten, ja, habe ich irgendwie 100 Stück oder so. Alles nicht das Thema. Zwei Sachen direkt im Keller. Die steige nein. Also ich habe noch zwei Level zum... Ja. Diese müssen wir von Zombies. Ich werfe eine Granate rein. Weg. Und Granaten. Das kann nur schief gehen. Überleg dir das lieber immer nochmal. Mal gucken. Du wirst es dir nicht überlegen, ich kenne dich. Hier darfst du gerne eine schmeißen. Ja. Ich werf sogar gerne mehrere. Brandgranate. Ja, ist richtig zu zielen. Sollt ihr auch da hinten treffen. Ich nur dieses arme Vieh da. Ja. Tot? Ich glaube, es ist Zeit. Ja, ich bin boah, schneller wie die weg. Ding, oder? Das kann ich fünfmal hintereinander. Wenn ich würde sagen, während ich gerade nachgeladen habe, hast du gute Arbeit geleistet. Kannst du Zombies sofort killen. Oh. Ich bin nur kein guter Schütze, muss ich anmerken. Na, es ist doch egal, ob du ein guter Schütze bist oder nicht. Wir sind zwei Kollegen und wir halten zusammen. Das ist das Wichtigste. Ah. Wie die Hells Angels, die halten auch zusammen. Genau, Bruder, wir Kennex müssen zusammenhalten. Nur, dass uns Zombie-Shooter verbinden und keine Motorräder. Ja. So. Oder Schlägereien. Nee, das sind brave Jungs. So. Hier in diesen Kellern gibt's todsicher immer irgendwas, was sich zu sammeln lohnt. Das kann doch gar nicht anders sein, ne? Stellen wir mal den Strom hier. Vor allem den Keller, das ist ja schon... Das ist ja schon fast ein anderes Wort für Goldgrube. Okay, wir haben das Ding zwar wieder angekriegt, aber anscheinend ist die Sicherung kaputt. Dann sagen wir mal Cecil Bescheid, ob er nicht vielleicht wüsste, wo es welche geben könnte. Nicht, dass wir noch den Keller umsonst leer geräumt hätten, das wäre ja schade. So, einfach $2000 und was ich erfahre. Ich habe einen Rochenschwanz gefunden im Müll. Cool. Bei der Militärbasis. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ey. Aber ich glaube, dieses Hospital hat wieder eine Schnellreise. Das heißt, wir können da schnell hin und... Naja. Wie sieht's mit deiner Zeit aus? Unten. Ja, wie gesagt, wir haben noch 4 Minuten ungefähr. Ich sag's dir ja, ungefähr alle 5. Das nur so ganz nebenan gemerkt, ist vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant. Ist John Morgans Tagebuch Teil 7 auf diesem Tresen hier. Hast du den schon eingesammelt? Mhm. Wo denn? Hier. Natürlich nicht. Da. Achso, auf dem Tresen. Danke. Ich bin nicht so scharf die Gegenstände. Ich würde offscreen höchstens nochmal alle einsammeln. Ja, normal. Das mache ich, glaube ich, auch offscreen. Aber man wird immer irgendwas übersehen. Zum Teil ist es sogar recht spannend, was drin steht. Und sag einfach, wann und wie wir uns teleportieren sollen. Übernehmen das einfach mal schnell. Wir müssen dann da auch schnell wieder weg und zu so einem Gemischtwarenladen. Mhm. Döner Kebab. Nee, Essen gibt's später. Ein Glück, dass die Minen nicht neu spawnen. Nee. Medizinkästen. Ich höre, ich welche ticken, aber es sind keine mehr da. Da oben ist wieder Nora, die handelt mit Militärwaffen, aber... Ja, wobei, da könnte ich... Oh, Erinnerungsfoto. Questobjekt. Ja, das sind die, die du dieser Jacqueline geben kannst. Ja. Ich find's halt einfach dumm, dass es immer nach einem Objekt schon ausgeblendet wird. Das haben andere Spiele besser geregelt. So, der Ladenbesitzer ist tot. Dürfte eigentlich nicht also so sein. Also zumindest meistens, kann auch sein, dass ich mich irre. Ich hab die Sicherung. Perfekt, wir können wieder zurück. Nahrungsmittelkonserve. Kein Problem. Du musst es gar nichts machen, ich hab alles für dich erledigt. Ich handel aber nochmal mit Waffen einmal kurz, wenn du nichts dagegen hast. Ja, ich guck auch. Die hat gelegentlich mal ganz gute Sachen. Also ich hätte auch gerne Sniper, die. Ja, ich hätte aber gerne Sniper, die mehr als einen Schuss hat. Das stimmt schon irgendwie. Da musst du zu Zoe, der Händler für Klingenwaffen. Die hat das oft. Die hier nicht. Scharfschützen-Repetiergewehr 13.400. Ist stärker. Also wenn ich's dann. Scharfes Scharfschützen-Repetiergewehr. Brutal oder strafend? Brutal, das dauert zwar noch eine Stufe, aber was soll's? 40.000, 30.000? Ja gut, ich kann's mir leisten. Ich will jetzt gute Sachen, aber das sind alles keine halbautomatischen Gewehre, die sie mir hier verkaufen.
Schwere Pistole. Nö, ich nehme nichts, danke. Obwohl, wie wär's mit so einer Schallpulse? Ich hab direkt mal 5 genommen. Wie viel, was hast du jetzt genommen? 3-4 Sachen so. Scheiße. Wir können wieder zu dem Krankenhaus zurück, da können wir uns, glaube ich, hin teleportieren. Ich guck mal nach, ob das geht. Weil manche haben sie irgendwie rausgenommen, dass man sich da wieder hin teleportieren kann. Zum Beispiel Kesslers Büro, da darfst du jetzt immer hinlaufen, weil es auf der Karte nie verzeichnet wird. Scheiße. Ja, ich hab's mir gedacht, auch hier. Obwohl, nee. Wir durften. Cool, wir können tatsächlich. Cool. Ein Glück, naja, es wäre jetzt echt lästig, da diese unnötigen Kilometer durch die Stadt. So, bringen wir mal Cecil. Obwohl, nee, die brauchen wir nicht Cecil geben, oder? Die geben müssen wir auch ganz hier unten selber einschrauben. Wir kennen doch die Faulheit der Leute hier. Ich glaube eher, das ist die Angst noch, vor Zombies. Das haben wir alle entfernt, ne? Wir waren ja nicht. Ein Glück, dass hier keine Zombies sind gerade, ey. Das wird mich jetzt aber aufregen. Ja, da war das Spiel fair. Ne? Also da muss man schon sagen, da kann man sich doch, nicht beschweren. Doch, es sind noch welche. Ernsthaft? Hier gibt's tatsächlich noch welche? Ja. Naja, man muss ja nicht oft hierher. Also Zoe, hast du gesagt, hat diese Knarre ganz gerne? Ja, Zoe. Die Händlerin für Klingenwaffen. Aber auch gefühlt nur alle 2 Level oder sowas. Also musst du mal nach jedem Aufstieg gucken, die nicht hat, dann hat sie die wahrscheinlich. Ja, ich bin gerade an der Levelgrenze, das ist ganz praktisch eigentlich. Ich hoffe mal nicht, dass es dann. Aber das hätte ich nicht übersehen gerade beim Handeln. So ist das hier. Kein cool, Ding, danke. Digga. Okay, dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part dann, aber lassen die Typen noch eben aussprechen. Ja, Morphium, ja toll, wo soll es das geben? Apotheke in der Nähe, oh, leck mich am Arsch. Okay, ja, wir können hier nächster beenden. Nächster Part, ciao. Ciao.